Moin liebe Pilzfreunde, willkommen zu meinem nächsten Pilzvideo. Heute geht es wieder am Ende September, Anfang Oktober, so in dem Bereich in den Wald. Mal sehen, was so die Pilze machen. Hier beim Anmoderieren habe ich schon den nächsten gefunden, den zeige ich euch gleich. Und dann würde ich mal sagen, auf in die Pilze und schauen, was heute geht. Und heute sehen wir hier schon im morgendlichen Schatten noch ein rehbraunen Scheidenstreifling. Das seht ihr hier sehr schön an dieser Riefung am Hutrand und dem hohlen Stiel, wenn man ihn mal drückt. Und ja, manche essen ihn, ich nehme ihn nicht. Ich mag nur, wie schon öfters gesagt, den Safrangelben. Also geht's weiter, mal sehen, was der Tag noch so bringt. Aber es scheint ja vielversprechend zu sein, wenn ich hier keine 5 Meter gehen muss. Naja, dann mal los. Ja, und hier haben wir einen typischen Anzeigerpilz für Steinpilze, Perlpilze, viele Täublinge und Maronen. Das ist die Stinkmorche. Wenn ihr so einen aasartigen, verwesenden Geruch in der Nase habt, dann müsst ihr quasi nur eurer Nase folgen, der Nase nach. Und dann findet ihr eigentlich schon, wenn die Bedingungen der letzten Tage gestimmt haben, und die richtige Jahreszeit je nach Art ist natürlich auch dann dementsprechend die Pilze. So an sich ist der natürlich nicht zu genießen. Ich würde den Menschen widerlich nennen, der sowas isst. Aber es ist natürlich ein ganz klasse Anzeiger im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, dann will ich mal sehen, was es so gibt hier. Auf jeden Fall schon mal viele Schwefelköpfe. Und das ist natürlich wieder der grünblättrige. Ich hoffe, das könnt ihr schön gut erkennen. Und die Exemplare sind hier auch gar nicht so klein. Das ist so eigentlich so die normale Größe, die im Vergleich. Und die wuchern hier so rund um das Totholz einer Fichte herum. Und das ist ja mal schon mal so ein Zeichen, dass es wirklich losgeht. Also dann mal weiter. Und hier an einer toten Birke haben wir einen meiner Meinung nach riesengroßen Birkenschwamm. Also schaut euch mal den Okolithen an. Hier dazu die tote Birke. Also das ist schon mal ein Prachtexemplar. Und hier haben wir auch schon den nächsten Pilze. Den hatten wir ja schon mal. Das ist eher ein Kriegspilz, wie schon gesagt wurde. Das heißt, man kann ihn essen. Schmeckt aber nicht so besonders. Da hinten wachsen noch mehr. Hauptsächlich anzutreffen unter Buchen. Zu erkennen an diesen, ja, ich sag mal, gesträhnten Färbung, den weichen Lamellen und dem ziemlich festen brüchigen Stiel. Also von oben sieht er wirklich aus wie behaart, würde ich sagen. Wirklich ganz klein und zart zieht sich hier ein etwas angetrockneter kleiner grauer Wurzling aus der Erde. Und ja, es ist im Moment ein bisschen trocken. Hier seht ihr auch so eine kleine zerfressene, vom Schleim umhüllte Marone, da war die Schnecke leider schneller, aber es zeigt ja wenigstens an, dass noch was in den Korb zu finden ist. Wollen wir mal sehen. Und hier sieht man noch mal zwei schöne junge graue Wurzlinge. Ich habe da oben mal so ein bisschen die Reste der Hülle entfernt. Hier sieht man es ganz deutlich. Hier auch, wie schön die noch so aufgebaut ist. Und so sieht das quasi aus, wenn die frisch aus der Erde kommen. Hier haben wir den etwas angeschlagenen ersten Pilz für den Korb. Hier sieht man natürlich wieder den vermadeten Ansatz in der Knolle. Das ist aber nicht weiter schlimm. Wie gesagt, beim Perlpilz könnt ihr einfach den Stiel entlang Scheibchen runterschneiden. Und dann könnt ihr eigentlich den Rest behalten. Einfach mal gucken immer, wie er ist, ansonsten einfach zum Aussporen stehen lassen. Und hier sieht es wieder gut aus. Schauen wir doch einfach mal nach. Aber es sind, wie gesagt, mal wieder Gallenröhrlinge. Man sieht es wieder ganz klar an den rosa Lamellen, an dem hellen Hut und an dieser Struktur des Stieles. Ich wollte euch das nur noch mal wieder klar machen, wie einfach man das verwechseln kann. Sieht jetzt eigentlich aus wie so, ja, für
den Laien vielleicht Steinpilze. Aber ihr seht jetzt hier in der Morgensonne diese rosa Lamellen. Schon alleine das ist ein Indiz. Könnt ihr eigentlich stehen lassen. Hier haben wir zumindest die Überreste eines wunderschönen Täublings gefunden. Ich habe schon geschaut. Der ist leider total vermadet, deswegen kommt er leider nicht mit. Aber es ist vom Farbspiel doch eigentlich ein wunderschönes Exemplar. Hier haben wir auch wieder einen sehr interessanten Pilz. Und zwar sieht er so aus. Ziemlich dünner Stiel. So von unten. Kegeliger Hut mit dunklerer Spitze. Viele werden ihn wahrscheinlich kennen. Ich werde mal nicht sagen, was das ist. Er darf natürlich aussporen. Und ja, dann würde ich sagen, weiter geht's. Ja, und schaut euch doch mal hier diese Prachtexemplare an. Also, ich würde jetzt sagen, das ist der rauchblättrige Schwefelkopf, weil absolut kein Grünton drinne. Wie ihr seht, auch kein Gelbton. Ich werde gleich einfach mal gucken, ob er bitter ist. Solltet ihr aber auch nur machen, wenn ihr euch wirklich sicher seid. Ansonsten, wenn es der rauchblättrige ist, ist das erstmal ein super Exemplar. Ist ja größer als meine Hand. Hier haben wir ja noch mehr davon. Kontrolliert bitte jeden einzelnen Pilz, wenn ihr diese Pilze erntet. Genauso wie anderen Baum- und Holz zersetzende Pilze. Denn jeder kann ein anderer sein. Und ja, das Risiko wollt ihr nicht eingehen. Das sind nämlich wirklich stark giftige Pilze, wenn sie denn eben giftig sind. Roh sind sie es natürlich, deswegen Geschmacksproben, wenn man sich sicher ist, eben sofort wieder ausspucken. Und ja, dann werde ich mal das Wagnis eingehen. Überraschenderweise habe ich hier in der vollkommen trockenen Böschung, ihr seht da hinten den Stumpf, weil er sich nicht rauslösen lassen hat, ist ja nicht schlimm, einen Täubling gefunden. Und der ist schon ein bisschen trocken, aber noch völlig in Ordnung. Milch schmeckt er auch, also darf er natürlich mit. Ja, hier in der morgendlichen Sonne schiebt sich dann doch endlich mal was Brauchbares aus der Erde. Und zwar ein schöner, stattlicher Täubling. Hopp. Also der hat schon eine ordentliche Größe. Den werde ich zwar ein bisschen von Erde befreien müssen, aber besser als gar nichts. Denn bei der Trockenheit lässt sich im Moment eh nicht so viel finden. Und da zählt natürlich jeder. Also weiter geht's. Hier scheint dann echt die Bescheidenheit ein Ende zu nehmen. Die Täublinge kommen jetzt hier mit aller Gewalt aus dem Boden und das sind auch ganz akzeptablen Größen. Nur was eben bei Täublingen halt ein typischer Fall ist, dass sie halt voller erdreich sind, weil die eben sich schon unter der Erde entwickeln. Ist ja nicht schlimm, wenn die direkt in die Pfanne kommen, kann man die auch mal mit einem feuchten Tuch sauber machen, weil den Sand möchte ich echt nicht im Essen haben. Aber hey, so kann es weitergehen. Und solche Bereiche, völlig vermoost, sind dann natürlich auch sehr hitzversprechend, wenn es natürlich entsprechend feucht ist. Jetzt ist das natürlich ein bisschen schwierig. Außer einer Stinkmorchel habe ich jetzt hier noch nicht so viel gesehen. Aber die Sonne blendet etwas. Ihr seht hier wirklich, alles ist voll Moos über die Berge gezogen. So muss das eigentlich aussehen. Ja, dann will ich mich mal hier ein bisschen auf die Suche begeben. Und ja, hier drücken sich wieder Pilze aus dem Boden. Sehen wir hier ganz deutlich. Schon ein bisschen wieder angetrocknet durch das Klima der letzten Wochen. Aber es ist natürlich ganz klar. So, hier haben wir, wenn mich nicht alles täuscht, gelbe Knollenblätterpilze. Ihr seht die Knolle, die Hüllreste, den kegeligen Hut. Also der darf dann wirklich mal so unter sich bleiben. Da seinesgleichen. Da hinten steht übrigens noch einer. Und hier ist noch ein kleiner Freund. Ja, wollen wir mal was für den Kopf wieder suchen. Ist ja heute ein bisschen wirklich suchen, nicht nur finden. Wie ihr seht, von oben sah man ihn nicht. Die Pilze
versuchen sich wirklich zu verstecken. Da haben wir jetzt in dem Fall zwei Ockertäublinge. Hier in dem Gebiet sind die mild, also dürfen sie mit. Wow, nach lang nichts tut sich dann doch mal wieder ein Perli auf. So, aber der ist schon völlig hinüber. Schade drum. Naja, weiter geht's. Hier haben wir wieder jede Menge von den hier. Also sind ganz klar essbar, aber die einen sagen, sie schmecken nicht. Ich möchte es nicht unbedingt probieren. Also dürfen sie leider stehen bleiben. Auch wenn der Tag heute nicht ganz so lohnend bis jetzt ist. Hier haben wir wieder einen Gallenröhrling und hier sieht man wieder einen ganz klaren Unterschied zum Steinpilz. Und zwar diese wirklich grobporigen Schwämme. Also wenn man das jetzt mit einem Steinpilz vergleichen würde, die wären durchaus feiner. Und den nehme ich euch nochmal auf, um euch einfach nochmal zu zeigen, wie groß die auch werden können. Also wenn man es wirklich nicht besser weiß, würden Menschen es wahrscheinlich zu einem Steinpilz zählen. Ist aber ein Gallröhrling. Bei dem schönen Exemplar, ich habe sie eben im Substrat gefunden, hört da meine Kenntnis auf. Den hatte ich zwar schon mal ein paar Mal gefunden, aber noch nie dazu gekommen, den zu bestimmen. Also er hat breite, ziemlich flexible Lamellen, die eben auch so am Stiel enden. Der Stiel ist meistens so verwachsen am Hut, gibt aber auch freistehende. Das ist so die Farbe. Kommt, wie man sieht, im Buchenwald vor. Ja, mehr kann ich dazu leider nicht sagen, weil ich ihn noch nicht bestimmt habe. Aber vielleicht weiß es ja jemand und kann dann eben entsprechendes dazu sagen. Genau, hier haben wir wieder so einen wie vorhin. Ich würde bei denen hier einfach mal auf irgendeinen Ritterling tippen. Aber ich weiß es eben nicht. Also, vielleicht weiß es ja jemand. Ja, und hier für euch eifrige Wanderer mit Hühneraugen und Warzen etc. an den Füßen, Händen oder wie auch immer. Dies ist Schildkraut. So blüht es, gelbe Kreuzblüte, diese Blattstruktur und gelber Saft. Ja. Fokussieren, 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 da seht ihr es, diesen gelben Saft. Könnt ihr quasi auf Warzen etc. schmieren und dementsprechend bilden die sich zurück durch diese enthaltene Säure. Eben, und es ist quasi natürliches Heilmittel. Ich nutze das ganz gerne, wenn ich mal Hühneraugen habe vom ganzen Laufen. Und ja, wollte ich euch mal nebenbei berichtet haben. Und yay, wir haben hier mal wieder Täublinge gefunden. Die sind soweit auch noch vollkommen in Ordnung. Die dürfen mit. Die sind zwar ein bisschen angeschlagen, aber heute zählt echt jeder Einzelne. Juhu, die brauchbaren Röhrlinge melden sich heute auch mal. Hier haben wir ein kleines Rotfüßchen. Das ist ja schon mal was Feines. Ihr seht an dem Exemplar jetzt nur so einen ganz leichten Rotstich. Aber es ist einer, eine Ziegenlippe hätte es jetzt nicht. Die war noch ein bisschen anders aufgebaut. Aber je, ich will nicht klagen. Ich habe mal einen brauchbaren Röhrling gefunden. Also weiter geht's. Juhu, und ein Schopftintling wird sich auch dazu gesellen. Und das ist ein gar nicht mal so schlechtes Exemplar. Also meine Güte. Dafür, dass er alleine steht, ist das gar nicht schlecht. Supi. Ja, in diesem Hotspot, was das Pilzsuchen angeht, scheint was zu gehen. Da hinten haben wir wieder Schwefelköpfe. Hier haben wir einen Täubling.
mal sehen, was dieser Hotspot so im Moment zu bieten hat. Ja, so unterschiedlich können direkt nebeneinander stehende Täuptlinge aussehen. Der rechte ist nicht mehr ganz so in Ordnung. Aber der linke sieht noch ganz okay aus. Den werde ich mal kurz entnehmen. Ja. Ist zwar auch wieder ein bisschen angeschlagen, aber ein bisschen Dreck entfernen. Man sieht hier auch den Hutrand, der nicht ganz bis zum Rand geht. Das dürfte eigentlich Speisetäubling sein. Ich werde es mal probieren und wenn ja, darf er einfach mit und wenn nicht, dann nicht. Ganz einfach. So ist das ja mit den Täublingen. Ja, und was wir hier haben, ist der erste Fliegenpilz dieses Jahres. Seht euch mal diese schöne Färbung an. Hier sieht man auch schön die Hüllreste noch. Meine Güte, was für ein schönes Exemplar. Schöne leuchtende Farbe auf jeden Fall. Und solche alten Buchen zum Beispiel, die schwach, gekränkt, verletzt sind, so wie diese hier, kann man sich immer für den Winter, für Austernsaiblinge etc. merken. Ne? Also immer mit offenen Augen durch den Wald laufen, auch wenn ihr gerade keine brauchbaren Pilze findet. Pilze sind überall. Ist nur gerade die Frage, wann, wo, welche wächst. Also ihr seht hier, da hinten ist die gelbe Lohblüte. Hier sind eben ein paar Porlinge. Da hinten sind ein paar Holzzersetzer. Und da drinnen haben wir auch noch ein paar Porlinge. Also wie gesagt, solche Bäume sind für Holzzersetzer und Parasiten, schwäche Parasiten, eine Hochburg. Na, hier nochmal die eine Lohblüte, hier noch mehr Porlinge, da ist noch eine, da hinten Kartoffelbovist, da hinten wieder. Also das ist so quasi eine Hochburg des Pilzes. Man sieht hier auch die ganzen Fraßtunnel von Larven, das Mehl, was hier raus purzelt. Also hier ist echt Highlife in dem alten Baum. Der lebt auch nicht mehr lange. Hier auch nochmal ein schöner, kleiner, süßer Narzissgelber Wulstling. Den einfach stehen lassen und schonen, der ist recht selten. Kommt aber allerdings bei mir jetzt auch immer häufiger vor. Schöner Fund. Hier ließ sich doch noch mal was finden. Und zwar ein kleiner Goldröhrling. Endlich mal was Neues hier. Wir da hinten die dazugehörige Lerche. Da werde ich doch mal noch mal schauen, ob hier was zu finden ist. Hier einfach noch mal, weil so ein schönes Bild ist. Den hatten wir heute zwar schon mal ein paar Mal, aber so auf dem Stumpf finde ich das eigentlich schon ganz schön. Hier an einem Rand von einem Tannenwald seht ihr ein paar vertrocknete Champignons. Also riechen echt ganz angenehm. Den hier kann man auch noch mitnehmen. Also mal sehen, wie der so ist. Ich werde den gleich mal anschneiden, ob da Maden drin sind, beziehungsweise hier nochmal schauen, ob mehr stehen. Aber naja, der andere ist echt durch. Den kann man nur da lassen. Aber hier kann man nochmal exemplarisch zeigen, woran man erkennen kann, dass es Tannen sind. Die Fichte sticht, die Tanne nicht. Das ist so mein Sprichwort. Und weiter geht's.